Gleich mal eine persönliche Frage. Erinnern Sie sich auch wehmütig an früher, als Nahost-Experte noch ein richtiger Beruf war? Ja. Heute göbeln irgendwelche Fußballer, Rapperinnen oder Philosophen ihren Senf zum Thema ins Netz. Ungefragt. Was ist eigentlich aus dem guten Alten, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten geworden? Ja. So, deshalb stehen wir zu unserer Ahnungslosigkeit und machen auch heute wieder ein lupenreines Eskapismusangebot. Realitätsflucht in deutsche Innenpolitik. Unwichtig, aber wenigstens zu ertragen. Diese Meldung zum Beispiel. Bei Forsa steht die Union jetzt bei 32%, so viel wie für die komplette Ampel zusammen. Es ist der Wahnsinn. Ich sag Ihnen, der Merz kann vor Kraft kaum noch laufen. Ne? Ja. Wobei, seine persönlichen Werte aber, naja, das ist ja gar nicht der Punkt. Ne? Denn plötzlich weht der Duft der nächsten GroKo durch Berlin. Sie haben sich sogar schon getroffen. Seltene Gäste im Kanzleramt. Olaf Scholz empfängt Oppositionsführer Friedrich Merz. Es war ein gutes Treffen in der guten Atmosphäre. Es gab am Kalbsschnitzel und Bratkartoffeln. Kalbsschnitzel und gute Laune. Steckt vielleicht mehr dahinter? Wieder eine große Koalition. Hier im politischen Berlin ein wirklich heißes Gerücht. Eine neue GroKo statt der Ampel? Dann gehe ich raus. Ja, musste dann auch, Robert. Das GroKo-Comeback, oh mein Gott, es ist so ein hottes Gerücht. Was da alles reininterpretiert wurde. Allein in die Bilder von Merz und Scholz auf dem Balkon. Haben Sie das gesehen? Ja, ja. Und das war... Das war natürlich Absicht, dass sich die beiden da gezeigt haben. Grüne und FDP sollen zittern im Sinne von, guckt mal, wen ich auch haben könnte. Es gab Live-Schalten vors Kanzleramt, inklusive überraschend unverschämte Moderatorinnen. Unsere Korrespondentin Jeanette Clarkbeth steht bereit. Sie blickt auf diesen besonderen Abend in Berlin, einen Abend mit Olaf Scholz. Manche können sich vielleicht auch noch andere Dinge vorstellen für einen Freitagabend. Wow! Ja, gefällt mir der neue freche Ton bei Phoenix. Nicht schlecht. Übrigens trifft sich genau jetzt der Ampel-Koalitionsausschuss. Man weiß nur gar nicht, wozu noch. Ja, ja, Markus Söder fordert heute Olaf Scholz auf, Grüne und FDP zu feuern und zurückzukommen zum Ex-Partner Union. Na klar, die Krisen werden immer mehr. Es ist Herbst, draußen wird es kälter. Da sehnen sich die Menschen natürlich nach der warmen Decke des Vertrauten. Nach GroKo halt. Like a flower. Like a lightning in a dark room. Können Sie die Antwort kurz machen? Ja. Tatsächlich GroKo. Sonntag im ZDF-Märzkino. Ernsthaft, wer guckt sowas? Gute Frage. Ich sicher nicht. Übrigens ist der Herr Merz ja nur so am Baggern, weil er gar keine anderen strategischen Optionen mehr hat. Wer die Grünen zum Hauptgegner erklärt, wacht irgendwann mit der SPD auf. Selber schuld. Der Kanzler wiederum sollte sich mal fragen, warum dieses GroKo-Gerücht so ernst genommen wird. Weil man seiner Partei, der SPD, inzwischen maximale inhaltliche Flexibilität zutraut. Und weil er zu wenig Richtung vorgibt. Ich meine, der Mann weiß ja nicht mal, wie ein roter Teppich funktioniert. Einfach draufbleiben, mein Gott. Es ist doch nicht so schwer, oder? So, Moment. Jetzt frage ich mich allerdings gerade, kann der Bundeskanzler sich überhaupt einfach so einen neuen Koalitionspartner nehmen? Also ich sag mal, rein juristisch. Zum Glück haben wir hier beim ZDF eine Art Universalgelehrten und der weiß echt alles, und zwar zu jedem Thema. Im Prinzip ist das so. Der Bundeskanzler hat ja bei uns die sogenannte Befehls- oder Kommandogewalt. Das bedeutet, er kann anderen Parteien befehlen, mit ihm zu koalieren. Und was viele aber leider nicht wissen, das gilt laut Grundgesetz nur in Monaten ohne R. Das ZDF stellt fest, alles, was Richard David Brecht gerade gesagt hat, ist komplett falsch. Herr Brecht hat in Germanistik promoviert. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Man kann nicht alles wissen. Ja. Ist egal. Ich hab's in der Zeit einfach mal selber gegoogelt. Es ginge, sogar ohne Misstrauensvotum. Steinmeier, der Bundespräsident, muss nur das Ampelkabinett entlassen.
und dann macht Scholz sich mit Merz ein neues. Mein Tipp, die SPD benutzt das Gerücht, um ihre verhaltensauffälligen Ampelpartner zu disziplinieren. Dabei haben die Sozen doch weiß Gott genug eigene Probleme. Was sind zum Beispiel heute ihre Inhalte, die der SPD? Ich weiß es nicht. Ernsthaft, für welche Themen steht die SPD in der Ampel? Auch wenn jetzt alle nur noch über Migration reden, überrascht uns doch mal mit, weiß ich nicht, was Sozialem, Mieterschutz, solche Sachen. Oder wie wäre es mal mit besserem Personal? Stichwort Nancy Faeser, Freunde. Ja. Am Dienstag hatte sie als Innenministerin bei all dem, was gerade so abgeht auf den Straßen, Stichwort offen gelebter Judenhass, ernsthaft Zeit für Sondierungsgespräche mit der hessischen CDU. Nach dem alten Motto Hessen first. Kurz gesagt, so wird das nichts mit dem, was sich die SPD nach der letzten Bundestagswahl so zusammengeträumt hat. Ich sag euch, ein Sieg bei einer Bundestagswahl, das reicht mir nicht. Ich will mehr. Ich bin fest davon überzeugt, wir stehen an der Schwelle zu einem sozialdemokratischen Jahrzehnt. Und schon steht aber 14%. Naja, das ist wohl der legendäre SPD-Humor. GroKo ist also in the air, Freunde. Wohl auch aus Angst um die Demokratie, beziehungsweise aus Angst vor der AfD. Dabei stärken große Koalitionen den politischen Rand. Ist ja so, die AfD ist quasi ein Kind der ganzen GroKos der letzten Jahre. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu... Vorsicht Falle, Nepper Schlepper, GroKo-Freunde mit Ulrich von Hesen. Guten Abend. Guten Abend. Ein rätselhafter Fall von Selbsttäuschung erschüttert die Republik. Immer mehr Deutsche reden sich die GroKo schön. Wir Älteren aber können uns noch gut erinnern, wie die letzte GroKo war, damals 2021. Nämlich Scheiße. Ja, also Scheiße. Entschuldigung, es war ja nicht alles schlecht. Guck, guck, bei dem dummen Kind hier geht's schon los. Ne? Mein Gott, das waren bleierne Jahre. Stillstand. Keiner weiß, ob sich das Land jemals erholen wird von seinen GroKos. Na, das ist so eine spannende Sache. Sag ich doch. Von wegen große Koalitionen lösen große Probleme. Madame hatte 10 Jahre Aufschwung plus niedrige Zinsen. Und was hat sie daraus gemacht? Nüschte. Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur, alles vergammelt. Und wenn jetzt wirklich die olle GroKo zurückkommt, wer kriegt dann wohl das Verkehrsministerium? Aber nicht die CSU! Ja, wer denn sonst? Dann bewirbt sich 3 Sekunden später ein schlecht verkleideter Mann namens Rudi Scheurer um den Job. Ach nö! Die Ampel. So nervig sie ist, startet das größte Bahnsanierungsprogramm aller Zeiten. Die GroKo wiederum ist der Grund dafür, dass wir beim Thema Energiewende und Stromleitungen brutal hinterherhängen. Oder nehmen wir Digitalisierung. Deutschland ist in der EU auf Platz 18 von 27 bei der digitalen Verwaltung. Katastrophe. Gut, andererseits. Der Cyberraum ist zunächst einmal keine physische Dimension. Eben, der Cyberraum ist immer noch im Altenheim. Auch ein gutes Stichwort. 2025 ist der Kipppunkt bei der Rente, weil diese Frau in 16 Jahren keine Zeit hatte für eine Rentenreform. Abhängigkeit von Putin, GroKo. Kaputte Bundeswehr, GroKo. Soll ich weitermachen? Ja, gut, die Leute sehnen sich scheinbar trotzdem danach zurück. Wegen der schlimmen Ampel. Ja, die Ampel streitet den ganzen Tag. Das finden wir doof. Hey, wenn ihr weniger Streit wollt, dann lasst uns doch nicht zurückgehen ins Jahr 2021, sondern gleich nach 1957. Absolute Mehrheit für die Union und Konrad Adenauer. Ach, nur Männer im Kabinett. Null Streit. Wunderbar. Eine Union regiert, ein Opa macht die Ansagen. So geht Demokratie. Da hatte auch noch keine Angst, dass irgendwelche Nazis an die Regierung kommen. Die saßen da eh schon. Ja, aber ich weiß nicht, wenn die spießigen 50er... Ja, ja, aber es gab auch Gutes. Zum Beispiel durften die Ehefrauen nur arbeiten, wenn der Mann das genehmigt hat, damit der Haushalt nicht leidet. Ach so. Ah, der Weinbrand. Danke, Schätzchen, danke. Na dann, Stößchen. Vorsicht, Falle. Nepper, Schlepper, GroKo-Freunde. Und nun eine weitere Folge, meine Damen und Herren, unserer beliebten Serie Probleme, die man echt hätte kommen sehen müssen. Es ist völlig überraschend wieder Herbst geworden. Erkältungszeit, man könnte auch sagen,
Alarmstufe Rotz in deutschen Kitas. Ja, ja. Und schon wieder. Schon wieder droht Medikamentenmangel. So jedenfalls die Warnrufe aus den Apotheken. Genau wie in der letzten Erkältungssaison. Wissen Sie noch? Am meisten fehlen im Moment Antibiotika, Schmerzmittel, Erkältungsmittel, Antiallergika. Eigentlich fehlt alles. Wir haben eigentlich nur noch Beruhigungsmittel. Und die habe ich alle selber genommen. Tatsächlich ist die Lage sogar noch etwas schlimmer als vor einem Jahr. Da waren 300 Medikamente vom Bundesinstitut für Arzneimittel als knapp eingestuft. Jetzt sind schon über 500. Darunter nicht ganz unwichtige wie Antibiotika, Krebsmedikamente oder Blutdrucksenker. Das heißt, die lustige Apothekenrallye geht wieder los. Yay, vor allem, wenn Sie auf dem Land wohnen. Ja, klar, woher soll man Medikamente kriegen? Zum Glück ist bald Halloween. Fiebersaft oder Saures? Coole Zombie-Schminke. Welche Schminke? Oh, süß, oder? Ja, Till Schweiger verfilmt das gerade unter dem Titel Kein Safthasen. Das wird bestimmt toll. Ja, immerhin, jetzt mal die gute Nachricht, haben wir seit kurzem in Deutschland ein Lieferengpassgesetz. Das verpflichtet den Großhandel theoretisch, für die wichtigsten Medikamente einen 4-Wochen-Vorrat anzulegen. Worauf viele fragen, womit? Ich hab nix. Außerdem will Karl Lauterbach die Pharmaproduktion zurück nach Europa locken. Kostet allerdings Zeit und Geld. Österreich hat gerade 50 Millionen Euro in das einzige und übrigens letzte Penicillinwerk des Kontinents investiert. Ja, ich sag mal, gut angelegt. Wirklich gut angelegt. Wir Deutschen subventionieren lieber Chipfabriken. Und appellieren ansonsten ans Patientengewissen. Das schaffen wir nur, wenn Vernunft das Gebot der Stunde ist. Und das Gebot der Stunde der Vernunft ist, bitte keine Hamsterkäufe. Was hat er gesagt? Sorry, sorry. Ich habe nicht zugehört. Ich habe nicht zugehört. Ich musste noch schnell in die Apotheke. Entschuldigung. Ja. Mein Gott, Karl, das haben wir doch in der Pandemie gelernt. Vor Hamsterkäufen warnen bewirkt exakt das Gegenteil. Ja? Nämlich Hamsterkäufe. Klar werden Eltern nach den Erfahrungen des letzten Winters auf sicher was bunkern von dem Zeug. Was sind denn das für Bananenvorschläge aus Lauterbachs Ministerium? Als nächstes schlägt er wahrscheinlich vor, kranke Kinder einfach ganztägig bei IKEA ins Bällebad stecken. Übrigens, eine Ursache des ganzen Elends. Das ist schlimm, ne? Finde ich auch, ja. Ja. Eine Ursache des Elends hat eindeutig mit Geiz ist geil zu tun. Bei Generika tobt nämlich ein Preiskampf und unsere Kassen feilschen bei den Herstellern um Rekordrabatte. So Konzerne wiederum verkaufen ihren Stoff aber lieber, Überraschung, an Länder, die mehr zahlen. Oder sie wandern ins Ausland ab, wo man billiger produziert. Vor allem nach Indien und China. Ich habe mal gesagt, dass die Chinesen gar keine Atombombe brauchen, sondern sie liefern uns einfach gar keine Antibiotika mehr. Und dann haben wir hier ein lebenswichtiges Problem in Europa. Jetzt bringt sie die Chinesen noch auf Ideen! Mein Gott! Weil sicher, mehr Geld für Pharmahersteller heißt in der Konsequenz wohl höhere Krankenkassenbeiträge. Das ist aktuell schwer zu vermitteln. Nur konzentrieren sich diese Firmen dann eben weiter auf Produkte, die Geld bringen. Aktuell zum Beispiel, werden Sie gelesen haben, auf die extrem gehypte Abnehmspritze Ozempic. Ja, die Wunderabnehmspritze. Hm? Ja. Ozempic von der dänischen Firma Novo Nordisk. An der Börse wertvoller als BMW, Mercedes und VW zusammen. Kein Witz, für eine Abnehmspritze. Das ist eigentlich ein Diabetes-Medikament, das nebenbei den Appetit senkt. Bei den ganzen Dickmacherfirmen jagt jetzt wahrscheinlich eine Krisensitzung die nächste. Okay, Leute, wir dürfen jetzt nicht in Panik geraten. Aber in dieser neuen Studie steht, mit Ozempic schwindet nicht nur der Appetit generell, sondern vor allem das Verlangen nach Süßem. So eine Scheiße, ey! Aber auch das Verlangen nach fettem, salzigem Essen. Stattdessen vermelden Patienten mehr Lust auf Fisch, Obst und, oh Gott, Gemüse.
Da sind schon Börsenkurse in den Keller gegangen von Dickmacherfirmen. Und der Hype um die Abnehmspritze ist ein weltweites Phänomen. Auch Influencer helfen selbstverständlich fleißig mit. Zum Beispiel unsere Netzreporterin Larissa. Hallo Larissa. Hallo Herr Oliver. Sind diese Spritzen jetzt sowas wie der Gamechanger für Übergewichtige? Vorsicht, Herr Oliver. Auch Wörter können verletzen. Man sagt nicht mehr übergewichtig. Das heißt jetzt Body Mass Index Herausgeforderte. Ja, aber ich glaube, bei Ihnen sagt man ästhetisch benachteiligt. Kann das sein? Ja, aber das ist ja gerade das Geniale an der Spritze hier. Man muss heute überhaupt nicht mehr so aussehen wie Sie. Nein? Nein! Früher, da dachte man, einer wie Sie, der wird sich zwangsläufig immer weiter so ausdehnen, weil Sie auch keinen Sport machen, dies, das. Weil Sie sich, ich sag's mal frei raus, aufgegeben haben, bis man sie dann eines Tages mit einem Kran aus dem Fenster holt. Aber jetzt, dank dieser kleinen Spritze, kann er auch für Sie wahr werden. Der Traum, Hosengröße 38. Ich setze ihn gleich mal eine. Oh, du meine Güte, du wirst so wunderschön sein, ich schwöre. Nein, danke. Ich will gar nicht wunderschön sein. Und diese Spritze hier ersetzt weder Sport noch gesunde Ernährung. Das Entscheidende ist aber, was viele nicht wissen, die natürlich jetzt auf die Spritze spekulieren, dass man sie ein Leben lang nehmen muss. Das heißt, es gibt das auch in Studien untersucht, sobald man die Spritze wieder absetzt, nimmt man wieder an Gewicht zu. Ja und? Heroin musst du auch immer weiternehmen, wenn du einmal angefangen hast, ja? Und davon sind die Leute ja auch begeistert. Also manchmal könnte man denken, sie sind richtig dumm. Also wissen Sie, so richtig dumm. Ja, ja. Ich verstehe einfach nicht, warum Sie Werbung machen für so einen Quatsch. Hallo, ich mache doch keine Werbung. Das weise ich entschieden zurück. Ganz ehrlich, ich bin einfach nur ein Mega-Fan der Qualitätsprodukte Wegovy und Ozempic. Schlank werden ohne Anstrengung für nur 300 Euro im Monat. Das ist ja irre. Das ist doch keine Werbung, wenn ich sowas sage. Ja, das ist einfach wirklich meine Meinung. Und zwar nicht erst, seit die mir neulich dieses extrem nice Fahrzeug vor die Tür gestellt haben. Einfach so, ich schwöre, die sind so nett. Auch vom Charakter. Ja. Ja, Herr Oliver, sehen Sie doch bitte die Chancen. Weil, ganz ehrlich, also, so wie Sie aussehen, da könnten Sie vielleicht, ich sag mal, höchstens noch als ein Curvy-Model arbeiten. Kennen Sie Curvy-Model? So nennt man die Models heute, die zu viel Curvy-Wurst essen. Ja. Wollen Sie denn gar nicht dazugehören zu den wirklich Reichen und Schönen? Stars wie die Kardashians oder Elon Musk sollen mit Ozempic abgenommen haben. Mittlerweile gibt es sogar einen eigenen Tanz dazu. Ja, toll. Aber das Zeug wirkt ja wohl nur bei sehr adipösen Menschen, habe ich gelesen. Das ist doch kein Lifestyle-Produkt für die doofe Kim Kardashian. Oh mein Gott, der hat Kim Kardashian beleidigt. Also wirklich, Herr Oliver, begreifen Sie denn nicht? Das hier, das ist die wichtigste Erfindung seit, ich habe keine Ahnung, seit dem Buchdruck. Ach, was rede ich da? Viel wichtiger, weil wer hat jemals von einem Buch abgenommen? Keiner. Also pass auf, ich demonstriere das jetzt hier mal live im Fernsehen. Also ich esse, Achtung, einen ganzen Erdnussflip. Nein. Vor allen Augen, einfach so, ohne Scham, wie eine hemmungslose Fressmaschine. Guck. Und jetzt haue ich mir direkt die Spritze rein. Guck. Und bleib exakt so wie vorher. Ich feier das voll. So, Herr Oliver, und jetzt machen wir aber noch schnell zusammen diesen Spritzentanz. Dafür hat mir Ozempic nämlich extra Geld gegeben. Also, die linke Hand. 5, 6, 7, 8. Was machen Sie da? Larissa, meine Damen und Herren, vielen Dank. Hallo Leute, ich bin's, der heute schon Meme-Ersteller. Wenn ihr mehr heißen Scheiß und Lied-Memes wollt, dann abonniert jetzt den Kanal. Was zur Hölle ist ein Meme-Ersteller?